Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play. Genau das, Tales of... spielen wir heute. Ne, Tales of Destiny natürlich. Wir sind nach einigen Hin- und Her-Geirre in der letzten Folge in diesem sehr auffälligen Raum gelandet. Und gucken mal, was wir hier tun können. Ignacy Warp Area steht oben. Okay, was willst du mir sagen? Do you want to teleport? Warum sagst du mir nicht, wohin? Ich weiß ja nicht, wohin du mich bringst. Haben wir hier Zufallskämpfe in dem Raum? Ich habe jetzt übrigens wieder einen halben Tag pausiert zwischen der letzten und dieser Folge hier. Okay, warte mal. Hat das hier ein bestimmtes System? Wir haben hier mehrere Farben. Keine Ahnung. Und je nach Farbe teleportiert mich das... Oh Gott. Irgendwo anders hin. War das jetzt gut? Nein. Nein. Wo zur Hölle bin ich? Die Musik ist schön, aber wo bin ich? Und wo wäre ich gelandet, wenn ich über den anderen Teleporter... Ah, okay, warte mal. Wir sind jetzt wieder ganz am Anfang der Folge. Also hallo zusammen zu Tales of... Ich gucke jetzt erstmal, wo wir hinkommen, wenn ich jetzt hier auf Yes gehe. Ich glaube, ich bin ganz am Anfang, kann das sein? Ich erinnere mich dunkel, dass als wir hier angekommen sind, dass ich direkt links einen Teleporter gesehen habe, der dann aber inaktiv war und nicht zu nutzen und alles und überhaupt. Und das wird der sein. Ich guck mal eben kurz, ob ich mich wieder zurückporten kann. Wenn das nämlich nicht geht, dann mache ich diesen Kampf hier gerade völlig umsonst. Aber hey, das ist unser Warm-up-Einstiegskampf zu Partbeginn. Den werde ich nicht rausschneiden. Ich weiß noch, in der letzten Folge, das habe ich euch so explizit, glaube ich, auch gar nicht erzählt. Aber da ist mir dieser... Da hat mir dieser Dark Mage... Der war schon nicht ohne. Der hat irgendwie so einen Flammentornado. Flame-Tornado hieß das Ding, glaube ich. Was ziemlich guten Flächenschaden austeilt. Ah, ich komme auch wieder zurück. Ich weiß jetzt allerdings immer noch nicht, ob das wirklich... Das ist, warte mal, das können wir aber relativ schnell rausfinden. Ja, Ignacy, so heißt das Ding. Alles klar. Da müsste ich jetzt nur noch ergründen, was es mit diesem komischen Teleporter hier in der Mitte auf sich hat. Jetzt sind diese ganzen Teile rot. Da ist jetzt die Frage, komme ich jetzt woanders raus? Ja. Ich glaube, der wird wahrscheinlich... Okay. uns in vier verschiedene Gebiete bringen können. Hier ist die Musik aber nicht so chillig wie vorhin. Okay, warte mal. Ich habe jetzt rot. Ich gehe jetzt mal nochmal dahin. War eigentlich... Ah. Okay. Ich möchte es nur einmal begreifen. Also gib mir bitte ein, zwei Minuten, bis es soweit ist. Jetzt, welche Farbe hatte ich denn vorhin? Ist das gelb gewesen? Eigentlich müsste ich mir das mal aufschreiben, ne? Aber ich kann das ja unten rechts an der Minimap auch ganz gut sehen. Wo mich das hinbringt. Haben wir irgendein Deimos Warp Area? Irgendeinen Hinweis bekommen im Laufe des Spiels, wo wir richtig sind? Also wo es sinnvoll wäre? Eigentlich hätte ich mir das alles mal aufschreiben müssen. Warte mal, ich fange jetzt mal an mit Deimos. Stift und Zettel sind zur Hand. Ignacy, das ist das, wo wir... Achso, warte, die Farbe hätte ich mir eigentlich noch aufschreiben können. Ich notiere mir das mal eben alles kurz und kürze das für euch ab. So, ich habe jetzt alle Farben notiert. Also der Bereich, warte mal, wo es so ein bisschen ruhiger war, ich gehe da jetzt nochmal hin. Das müsste Rodeon sein. Ich weiß nicht, ob mir diese Übersicht jetzt irgendwas nützt, aber sie hilft mir auf jeden Fall, mich grob zu orientieren, weil dann kann ich das durchstreichen, abhaken, wie auch immer. Wo ich quasi schon fertig bin. So, diese Teleporter sind hier deaktiviert, wenn wir nicht gerade in der Ignacy sind. Ich weiß nicht, ob die Ruhe gerade ein falsches Bild vermittelt. Rodeon Level 5. Welchen Weg nehme ich denn jetzt zuerst? Sag mal, was ist denn das da für ein komisches Konstrukt? Kann ich mit dir irgendwas machen? Nee. Da hinten erkenne ich Gegner. Sind die hier in dem Bereich sichtbar oder wie? Das ist ja interessant. Wahrscheinlich bricht die Hölle los, wenn ich jetzt gegen diese Dinger hier kämpfe.
Aber selbst wenn ich verrecke, dann lade ich halt wieder und dann... okay, warte mal. Ein Dark Mage ist mit drin. Der wird mir jetzt gleich richtig zusetzen. Habe ich nämlich am Anfang nicht gesehen. Ja, die sind aber meistens ganz links im Bild. Ich war da überrascht, dass er gar nicht zaubert. Da ist er. Ah, guck mal, jetzt konnte ich den unterbrechen. Ja, komm, seid ihr dabei? Funktioniert das ausnahmsweise mal? Normalerweise ist das immer umgekehrt. Ja, also wenn ihr dann dabei seid, dann verkacke ich alles. Aber diesmal... Also ich meine, ich habe nichts gut gemacht. Ich hatte einfach nur wahnsinniges Glück. Aber hey. Aber das finde ich gut, wenn man die Gegner hier sieht. Das heißt, ich habe jetzt hier keine Random Encounter und kann die Gebiete clearen oder was? Genau die gleiche Gegner-Kombi wie gerade eben. Und schon wieder konnte mir der Black Mage nichts. Okay, ich glaube, wir werden uns hier sehr, sehr lange aufhalten. Also nicht jetzt explizit in Rodeon, sondern generell in diesem Gebiet. Was ja insgesamt aus 4 Teilbereichen besteht. Mindestens. Und wenn ich mir da so die ganzen Ebenen dahinter angucke, dann wird das hier so schnell nicht langweilig. Aber die Kämpfe sind hier gerade immer mit den gleichen... Ah, das sind zum ersten Mal andere Gegner. Okay. Ich wollte gerade sagen, das sind bisher immer die gleichen Gegner-Kombis gewesen. Keine Ahnung, warum man jetzt hier die Random Encounter rausgenommen hat. Aber ich begrüße es. Auch wenn wir vielleicht am Ende mehr Kämpfer haben werden, aber ich glaube in Summe nicht. Ich glaube in Summe wird das aufs Gleiche hinauslaufen. Die sind auf jeden Fall chillig, das waren sie auch in der letzten Folge schon, weil von denen kaum Gefahr ausgeht. Das finde ich gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich frage mich jetzt, ob das nicht vielleicht sogar schlecht gewesen ist, zuerst in dieses Gebiet hier zu gehen. Vielleicht ist diese Ruhe hier nämlich auch ein Indiz dafür, dass wir hier richtig sind. Ich weiß nicht, das verströmt so eine leichte Melancholie, wie ich finde. So, habe ich jetzt nur diese Plattform hier, die bewacht wird von dem Gegner? Ich glaube ja, ne? Dann gehen wir da mal hin. Wenigstens ist das überschaubar. So muss das sein. So, dann gucken wir mal. Oh, da hat er aber gerade eine Ebene übersprungen, ne? Konnte ich in der Ignacy auch schon sehen, ob mich die Platten nach oben oder nach unten befördern? Habe ich gar nicht so drauf geachtet, aber ich meine, dass die hier ein bisschen anders aussehen. Kein Plan. So, dann gucken... Hä? Okay, Moment. Ach, hier kann ich auch lang. Was sollen mir die Pfeile auf dem Boden sagen? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich ist das einfach nur ein freundlicher Hinweis, wo man lang laufen kann oder so. Eigentlich würde ich ganz gerne eine Plattform finden, die mich wieder nach oben bringt. Eine Ebene zumindest, das wäre ganz cool. Aber vielleicht werden wir noch fündig. Mal gucken. Hier kommen wir weiter runter. Das ist schon mal gut zu wissen. Da geht's auch weiter runter. Dreimal weiter runter. Hm. Wahrscheinlich ist die übersprungene Ebene am Ende sogar die richtige. Man kommt ganz am Ende da erst hin. Guck mal, wie weit das da noch runter geht. Ich glaube, wenn das so weitergeht, dann werden wir in der Folge hier gar nicht mehr fertig mit dem Bereich. So, warte mal. Hä, wo wollte ich denn hin? Ja, eigentlich bin ich hier richtig. Wo sind meine Orange Gels? Warum habe ich die übersehen? Hä? Ja, okay, ich bin gerade wirklich blind. So, Ihmchen hier braucht nämlich wieder ein bisschen Nachschub. So, alle guten Dinge sind 3. Wo wollen wir zuerst hin, Leute? Bleiben die Gegner eigentlich weg? Ich würde schon ganz gerne jede Ebene mindestens einmal clearen. Und wenn wir da ein weiteres Mal hinkommen und alle respawnen wieder, dann würde ich die halt Pac-Man-mäßig versuchen zu umlaufen. Ich bin ja echt so gespannt, ob ich in diesem Spiel noch neue Städte irgendwann irgendwie zu sehen bekomme. Ach, hier geht's hoch. Ah ne, das ist aber die Platte, über die ich hergekommen bin, ne? Da sind auch 2 Pfeile jeweils drauf. Heißt das, dass ich generell immer 2 Ebenen nach oben und nach unten gehe? Oder hat das nichts zu sagen? Okay, ich brauche jetzt irgendeinen Orientierungspunkt, Leute. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich versuche, vielleicht ist das eine gute Eselsbrücke. Ich fange einfach immer links an, weil ich normalerweise auch immer links alles zuerst entlang laufe. Vielleicht habe ich ja Glück. Kommen die Gegner? Ich glaube, die kommen nicht wieder. Oh, das ist eine mega Erleichterung. Das ist cool. Da ist meine... Was ist denn das hier, ey? Voll das sinnlose Kreuz. Dann ist meine Motivation auf jeden Fall deutlich höher, hier alle Gegner mitzunehmen. So. Ist das jetzt hier? Die hat nämlich ja auch wieder eine Ebene übersprungen. Warte mal, ich muss eine Sache mal eben kurz gucken. Hat die hier auch eine übersprungen? Ja. Das heißt, die hier unten links und die Plattform oben rechts, die führen mich
Ja, genauso wie das Ding. Guck mal, der macht generell immer zwei Sprünge. Solange, bis wir dann irgendwann nur noch einen Pfeil sehen. Hier haben wir halt einen Pfeil, aber da kann ich mich nicht von A nach B manövrieren, sage ich mal. Das hier ist nämlich das andere Teil. Wir können ja mal kurz testweise gucken. Das finde ich auch insofern gut, also dass die Gegner nicht zurückkommen, dass ich mich daran so ein bisschen auch orientieren kann, wo war ich schon und wo noch nicht. Kann auf jeden Fall nicht schaden. So, jetzt kann ich mal einen Kampf auch wieder drin lassen. Ich werde die Kiste erst öffnen, wenn wir die ganzen Viecher hier aus dem Weg geräumt haben. Du bist mein nächstes Opfer. Es gibt zwar einige Gegnerkonstellationen. Ja, die ist natürlich denkbar ungünstig. Die ist schlecht. Ja, vor allem, weil ich instinktiv auf die falsche Seite gegangen bin. Ja, da seht ihr den jetzt auch mal. Diesen wundervollen Flare-Tornado. Ich glaube, das ist der gefährlichste Angriff hier in dem Gebiet. Ich hoffe, dass Rootie rechtzeitig mit ihrem. Das ist jetzt wieder der Vorführeffekt, wie ich den normalerweise kenne. Bei mir ist bisher in dieser Folge noch niemand verreckt. Da konnte ich den gerade noch so aufhalten, ouchen. Aber Rootie kommt immer rechtzeitig mit Nurse um die Ecke. Da hat sie auch in der letzten Folge einen guten Job gemacht. Ja, ich pöbel zwar immer gerne gegen meine Heiler, nicht nur in diesem Spiel, aber hier funktioniert das schon ganz gut. Kann ich auf jeden Fall nicht meckern. So, ich habe jetzt drei Gegner hintereinander weg erledigt. Diese Plattform hier, wo ich gerade davor stehe, die ist gerade von einem Gegner umzingelt worden. Das heißt, die wird wahrscheinlich irgendwie dem richtigen Weg entsprechen. Dieser Schild kommt mir gerade sehr bekannt vor und das nicht ohne Grund, wie ich gerade sehe, denn Imchen hier trägt ihn schon, aber das hier ist mehr als praktisch. Den soll sie dann gerne bekommen. Jawohl. Dann war das doch guter Loot für uns. So, hier kam ich her, ne? Und unten links, da sind wir auch schon gewesen. Das heißt, ich habe jetzt hier streng genommen nur den einen Weg noch. Korrekt? Richtig. Ich höre euch so gar nicht ganz, wenn ich mich ganz fest darauf konzentriere, höre ich euch das sagen. Ich schwöre es euch, ich höre Stimmen. Und ich hoffe, dass wir, wenn ich hier durch bin, die anderen Orte auch noch mal aufsuchen können. Also einfach, dass es nicht einen richtigen Ort gibt, der dann alle anderen aushebelt, wenn man den richtigen erwischt hat. Also versteht ihr, was ich meine? Aber ich gehe mal davon aus, dass wir, ja, keine Ahnung, alle irgendwie abschließen müssen, um dann am Ende weiterzukommen. Aber unser grobes Ziel ist ja, Dykecroft zu erreichen und, ich habe übrigens immer noch nicht geguckt, weil ich mir Bellcraft, glaube ich, das irgendwie zweimal in unterschiedlicher Schreibweise notiert habe und mir jetzt nicht zu 100% sicher bin, was davon richtig ist. Warte mal, Konzentration, wo bin ich jetzt hergekommen? Hier, oder? Ah, das ist so schön, dass ich das jetzt. Nee. Dass ich das jetzt ausprobieren kann, ohne. Nee. Oder respawn die. Warte mal. Nee, hier bin ich hergekommen, obwohl. Ja, doch, hier bin ich hergekommen. Okay, ja, das ist es. Das ist es. Ja, jetzt erinnere ich mich auch. Es ist gar nicht so lange her für euch, aber für mich halt schon, weil ich zwischenzeitlich immer so viele Kämpfe hier weghau. So wie jetzt auch. Drei Stück an der Zahl. Das dauert halt immer seine Zeit. Ich glaube, ich werde heute, wenn das so weitergeht, irgendwie 1,5 Stunden aufnehmen und hoffen, dass das am Ende Pi mal Daumen hinhaut, so wie jedes Mal. So, hier haben wir jetzt schon wieder 10.000 Wege. Zweimal, dreimal, viermal geht's zurück nach oben. Okay, das könnte jetzt gleich interessant werden. Oh, einen neuen Bogen. Den wird bestimmt der gute Guard tragen können. Den wollte ich ja eigentlich. Wow, guck mal hier. Legendary Bow from a Tribe of Arches. Sehr, sehr cool. Mit Earth-Element. Da muss ich jetzt aufpassen, wenn Gegner wieder anfangen, irgendwas zu absorbieren, dass ich das rechtzeitig austausche. Aber schön, dass er es hat. Gefällt mir. So, Preisfrage ist jetzt: Führen all diese Plattformen auf die gleiche Ebene? Es geht um zwei nach oben. Wir gucken mal, ob wir hier irgendwelche Indizien finden, die uns weiterhelfen. Ich will nur erst gucken, weil Mary hat gerade irgendwas. Oh, Neues gelernt. Ich glaube, das ist neu. A more powerful version of Missile Sword paralyzes the enemy. Ups, nee, deaktivieren wollte ich das nicht. So, oh, da ist wieder so ein Ding. Es könnte eventuell die richtige Route sein. Ich gehe mal eben kurz zurück, weil ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das eben keine Sackgasse ist. Das ist die Ecke, wo ich gerade eben schon mal war. Also die gleiche Plattform. Von hier kamen wir her.
So, ich werde alle mindestens einmal checken. Das hier ist auch die gleiche Plattform. Was ist denn mit dem da oben los? Da will ich hin. Da kommen wir mit Sicherheit auch gleich hin. Moment. Erstmal ein bisschen sauber machen hier. Und Gar hat jetzt auch direkt was gelernt mit seinem Level Up. Arrowstorm. Archery Skill that showers enemies with arrows. Kriege ich nicht mehr zusammen, ob wir das schon kennen oder nicht. Vielleicht ist das auch wieder irgendwas, was er jetzt bekommen hat. Was ich hier im Menü nicht sehe. I don't know. Erstmal will ich aber da hinkommen. Schwer ist es nicht, denn... Ja, genau. Hier müssen wir dort ankommen. Was zur Hölle ist das? This symbol increases... Okay. Ich glaube, ich habe da jemanden, dem ich das gerne geben möchte. Und dieser jemand ist zufällig, aber nur ganz zufällig, unser Protagonist. So, warte mal, wenn ich das jetzt hier durch Garnet austausche. Ja, ich glaube, damit kann ich leben. Soll er mal mitnehmen. Und das andere, das sollte dann jemand anderes dann logischerweise bekommen. Sie hat, glaube ich, schon zwei ganz gute Sachen, ne? Warte mal, was habe ich ihm hier gerade... Hä? Wie hieß denn das, was ich ihm gerade abgenommen habe? Garnet. Ist Garnet nur für ihn? Warte mal, oder war ich gerade einfach nur blind? Nee, ich war einfach nur blind. Da ist es nämlich. Das ist aber gut, nicht besser als das hier. Nee, das kann ich auf gar keinen Fall wegnehmen. Dann lass uns lieber bei Gar gucken. Ah, ich kann ja noch mein Zeug hier verschießen. Was hat mir das nochmal gebracht? Defense 10? Da kommt auch nicht viel mehr bei rum. So gut ist das Item gar nicht, was ich an den Mann bringen möchte, kann es sein. Oder an die Frau, dann soll sie das bekommen. Viel ja hätte ich das auch geben können, aber ich weiß nicht, wann ich sie das nächste Mal ins Team hole. So, auf jeden Fall haben wir diese Kiste jetzt auch an uns gerissen. Was haben wir hier Feines? Okay, das ist auch wieder die Ebene, die aber auch mit den anderen Bereichen verknüpft ist, jawohl. Brauchen wir also nicht zwingend, das heißt, hier wird es dann wahrscheinlich auch nichts Interessantes geben. Nope. Gut, haben wir damit einen freien Weg für die nächste Ebene? Ich würde sagen schon. Deswegen starten wir jetzt einfach mal hier und gucken, dass wir erstmal die ganzen Gegner hier aus dem Weg räumen. Das ist hiermit offiziell passiert, zumindest haben wir jetzt hier zwei weniger. Das wären bestimmt nicht die letzten gewesen sein, aber ich glaube viel... Nein, fehlt ja auch nicht mehr auf der Ebene. Boah, ich könnte gerade die Entwickler dafür abknutschen, dass sie hier die Gegner nicht zum Respawn bringen. Nein, ich laufe hier zu schnell. Vielleicht sollte ich hier mal aufs Rennen verzichten, zumindest wenn ich mich so einem komischen Teleportteil hier annähere. Das war gerade Absicht. Alle, die mich jetzt nach unten bringen... können mich im Grunde genommen gar nicht anderswo hinbringen als da, wo wir schon waren, oder? Der Satz war irgendwie gerade übermäßig kompliziert formuliert. Rodeon, muss ich jetzt Angst haben? Ich speichere mal sicherheitshalber. Man weiß ja nie. Ich weiß nicht, wo du mich hinbringst, Spiel, wenn ich das jetzt einsetze. Aber ich gehe erstmal nach oben. Aha. Aha, na dann gucken wir mal. Als wir das letzte Mal hier auf dieser Ebene rumgelaufen sind, da kamen auch keine Zufallskämpfe oder so. Was zur Hölle habe ich hiervon? Was bringt mir das? Oh oh. Oh oh. Hi. Ihr seid bestimmt überhaupt nicht krass, oder? Puro-Pals. Trent und Dragon Knight. Okay, bei Trent muss ich direkt an Trent... an Trent Reznor denken. Okay, darf ich dich liebevoll Afrobaum nennen oder hast du da ein Problem mit? Ich weiß nicht warum, aber irgendwie steht hier der Name ziemlich. So, warte mal. Okay, die vertragen hier alle ein bisschen viel. Aber wahrscheinlich schiebe ich eh gerade nur unnötig Panik, weil die nicht viel schwerer sind als das, was wir zuletzt so ganz die ganze Zeit über bekämpft haben. Aber die Experience ist gut. Die ist sehr gut. Dafür, dass der Kampf zumindest gefühlt jetzt nicht so lange gedauert hat, aber vielleicht liegt das auch daran, dass das jetzt alles irgendwie so neu und noch so fresh ist und einem irgendwie dadurch schneller vorkommt, wenn ihr versteht, was ich meine. Was hat mir das Absuchen dieses Gebietes jetzt gebracht? Außer, dass ich jetzt viele Level-Ups mit davon getragen habe. Ich konnte am Ende jetzt nichts aktivieren, einsammeln oder sonst was, oder?
Bin ich jetzt im falschen Gebiet gewesen? Oder was war da los? So, also Rodeon, ich mach mal hier auf meinem Zettel bei Ignacy einen Haken. Und bei Rodeon auch. So, das heißt, ich habe jetzt noch Deimos und Josiah. Ich würde schon ganz gerne mit Deimos erstmal anfangen. Ich glaube, dass wir das irgendwo schon mal gehört haben. Also bei Josiah bin ich mir nicht sicher. Aber irgendwann schon mal gehört, könnte eher ein Indiz dafür sein, dass wir da nicht umsonst hingehen. Ich gucke einfach mal. Auf jeden Fall ist die Musik hier ein bisschen fetziger. Ja, genau. Wir gucken jetzt. Wir gucken jetzt und es ist dunkel. Oh nö. Oh nö, warum? Ganz schlecht. Ist da ein Smiley auf dem Boden? Das sah gerade so ein bisschen aus. Ich dachte, ich wäre irgendwie paranoid oder so, aber ja, bin ich wahrscheinlich trotzdem, weil normale Menschen da wahrscheinlich keine Smileys sehen. Och nee. Ich mag das nicht. Ich will hier nicht sein. Geh weg. Geh weg, Spiel. Hier werde ich auf jeden Fall viel auslassen. Und hier kommen bestimmt auch Kämpfe, oder? Was ist da unten gerade gewesen? Hier keine... Ach so, das sind Ratten, die auch ihren eigenen Lichtkegel haben. Na, das ist ja spannend. Seid ihr denn Gegner? Ja. Ich wollte gerade zum Nein ansetzen, aber doch, wir können sie bekämpfen. Na, ihr seid ja mies. Guck mal, wie der Hintergrund einfach tief schwarz ist. Er ist, als ob wir hier voll im Satansnest gelandet wären. Ja, sind wir auch. Mit zwei Dark Mages sind wir das auch. Also ich habe diese Gegner-Kombi auch schon das eine oder andere Mal bekämpft und normalerweise, also in der Konstellation gehen die eigentlich klar, weil ich mich hier relativ gut in deren Richtung rüberschmeißen kann und die dann ja, vernichten kann, wie man gerade eindrucksvoll gesehen hat. Ohne, dass uns allzu großer Schaden entsteht, hä? What's this? Oh! Okay. Ja, goldener Schlüssel ist erstmal ganz gut. Aber auch hier muss ich mich jetzt mal wieder ein bisschen korrigieren, auch wenn ich am Anfang wieder wegen der Dunkelheit so ein bisschen gejammert habe. Ich finde das super, dass hier dann so wenig Gegner sind. Also ich finde immer, wenn man irgendwie Konzentration für andere Dinge braucht, dann fahren die Entwickler hier die Kampffrequenz so ein bisschen zurück, was ich total angenehm finde. Das zieht sich wie so ein roter Faden durchs Spiel. Finde ich gut. Da hat irgendwer mitgedacht. Hier werden wahrscheinlich jetzt mehrere Ratten noch kommen. Aber die Hauptschwierigkeit wird hier wahrscheinlich sowieso sein, sich überhaupt zurechtzufinden bei den ganzen verwinkelten Wegen. So, hier haben wir einen weiteren Score, mit dem ich nichts machen kann. Obwohl, ist das was, was wir Carol equippen konnten? Aber das wurde ja als Equipment gekennzeichnet. Habe ich jemals versucht, ihn damit auszustatten? Ich weiß es nicht. Ich bin immer noch der Meinung, dass wir den wahrscheinlich irgendwie nochmal zurückholen können. Mit Jessie wird das bestimmt auch gehen. Ich sag's euch, ich hätte bestimmt in der Zeit, wo ich Mary geholt habe, auch die anderen noch holen können. Weil ich fand das bei Jessie und bei Gar ganz am Anfang im Spiel super merkwürdig. Also, dass die kurz mit dabei waren, so richtig mit Namen und eigenem aufwendigem Sprite, also jetzt im Vergleich zu ne, anderen Charakteren, denen man hier so über den Weg läuft und ja, naja, müssen wir mal gucken. So, Mäuschen, ist uns auch was da? Ich hoffe, dieser, was haben wir bekommen? Gold Key? Gold Card? Ne, das war eine Key, ne? Ich bin jetzt gerade ein bisschen durcheinander, weil wir in diesem einen Dungeon da seinerzeit Cards für die Türen gefunden haben. ID-Cards sind das gewesen, ne? Aber ich glaube, das hier war ein Gold Key. Am besten, der bringt uns irgendwo hin, wo wir einen Lichtschalter vorfinden. Das ist ja jetzt für mich gerade irgendwie der größte Segen. Aber ich bin da nach unten rechts eigentlich ganz gut lang gelaufen, ne? Weil wir da die Kiste gefunden haben. Und jetzt hier irgendwo der richtige Weg sein muss. Hey, it's a... Ah, okay, na gut, dann werden wir jetzt wahrscheinlich noch die Silver-Ausführung benötigen. Wenn es nicht am Ende noch irgendwie Diamond oder sowas gibt. Ah, so macht das Absuchen hier aber wenigstens Spaß, wenn du nicht die ganze Zeit durch Kämpfe unterbrochen wirst. Okay, hätte ich mal das andere Vieh auch noch mitgenommen.
Aber warte, wenn wir jetzt schon hier sind, glaube ich erstmal... Oh mein Gott, ist das weitläufig. The door is sealed by some invisible power. Gut, dann scheint mir auch mein Key nicht weiter zu helfen. Obwohl, das war wahrscheinlich die Silver Door, oder? Kann das sein? Oh, nee, das ist so weitläufig. Warum? Oh, hey, ich habe die Erde gefunden. Cool, ich wusste gar nicht, dass sie in die Kiste passt. Was kannst du denn? Aura Disc. Haben wir schon eine Earth Aura Disc? Ich weiß es nicht. Aber wir können ja mal gucken. Slash und Thrust Attack. Das sieht immer so gut aus. Und dann vergleiche ich das mit dem, was sie gerade haben und stelle fest, nee. Wobei, guck mal hier. Guck mal hier. Warte mal, ich würde auch ganz gerne mal... Achso, Negar kann sowas gar nicht tragen. Und bei ihr? Nee. Aber für Rooty spricht eigentlich alles dafür, oder? Auch wenn ich Lightning Spirit irgendwie für sie cooler finde als Earth, aber... Hm. Na gut, soll sie das bekommen? Ich hoffe, es ist kein Fehler. Aber wir werden sehen. So, was habe ich sonst noch hier? Wahrscheinlich gibt es genau drei Gegner mit den drei Key-Items im wahrsten Sinne des Wortes. Und ganz viele Kisten, die man super einfach verpassen kann. Und die werden bestimmt... Fieserweise könnte ich mir das richtig vorstellen, dass die Entwickler diese Kisten hier eher so mittig platziert haben, weil sie wahrscheinlich davon ausgehen, dass die Leute sich so ein bisschen am Rand entlang hangeln. Oh, was ist das denn hier? Kann ich da irgendwas lesen? Nee, aber es sieht schon auffällig aus, oder? Ja gut, irgendwann werden wir hier wahrscheinlich sowieso durchlaufen können. Mit Licht und dann erübrigt sich die ganze Rumlauferei, aber... An irgendwas muss man sich ja orientieren. So, du bist, glaube ich, der Gegner, den ich gerade eben schon gesehen habe, oder? Hoffe ich jetzt einfach mal. Ja, und immer mit zwei Dark Mages im Gepäck. Lass die Kämpfe jetzt mal hier drin, weil die ja so ein ganz kleines bisschen Mini-Boss-Charakter haben. Und jetzt vom Schwierigkeitsgrad her eigentlich auch nicht die allereinfachsten sind. Richtig mies würde es sein, aber das gab es bisher noch nicht. Und das kann auch gerne weiter fernbleiben, wenn ein Dark Mage ganz links und der andere ganz rechts wäre. Das wäre schon tricky. Das wäre schon sehr tricky. So. Oh, Iron Key. Okay. Wir haben trotzdem dann immer noch kein Silver. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob das gerade der Gegner war. Bin ich denn hier? Huch? Ich glaube, da gab es nämlich noch eine weitere. Warte mal, ich gehe erstmal wieder zurück. Gab es hier noch irgendwas? Nee. Irgendwo müssen ja auch die ganzen Türen sein, ne? Wo ich dann die Keys zum Einsatz bringen kann. Vielleicht laufe ich jetzt da... Nein, gerade hin komme ich hier gar nicht weiter nach... Nee. Komme ich nicht. Okay, was haben wir hier Feines? Oh, dieses eingeschränkte Sichtfeld, ne? Es wird sich wie ein richtiger Befreiungsschlag anfühlen, wenn du hier dann wieder die Sicht aufs große Ganze kriegst. Ich glaube, hier sind wir richtig. Hier kommt der Einsatzort für die Schlüssel, beziehungsweise die dazugehörigen Türen. Was ist da? Nischt. Ist da gerade so ein bisschen auffällig aus. Wo bin ich? Oh mein Gott! Okay, ich glaube, ich habe mal den Jackpot-Raum überhaupt gefunden. Warte mal, wenn wir gerade schon dabei sind, habe ich irgendwie von den Green Jets, da bin ich noch nicht bei 15. Wie sieht es bei den Orange aus? Hey, da schwächeln die Gegner aber ein bisschen. Da haben wir eine Zeit lang echt ein bisschen mehr von bekommen. Warte mal, Overall, von diesem Overall-Zeug habe ich in letzter Zeit wiederum relativ viel gefunden. Orange Stell, ja bitte, ruhig mehr davon. So, Melange. Warte mal, das kommt ganz passend. Das können wir nämlich hier verteilen. Was haben wir hier? Lemon haben wir irgendwie auch nie auf Maximum. Finde ich gut. So, Pine. Pineapple. Tipi. Warte mal, da habe ich doch vorhin... Genau, das bietet sich für sie gerade hart an. So, Miracle und Life Bottle. Sehr schön. Guck mal, da mussten wir diesmal gar nicht so viel Menügewusel betreiben wie sonst bei so vielen Kisten. Sehr schön. Dann hatten wir die ganzen Treppenwege auf der linken und auf der rechten Seite waren
somit optional. Hätten wir das auch geklärt. Oder man braucht alle Schlüssel, um durch diese eine südliche Tür da durchzuschreiten, vor der ich vorhin schon mal stand. Aber es wird, glaube ich, nicht mehr lange dauern, bis wir das herausfinden. Hä? Ja, warte mal, wo bin ich denn jetzt? Warte mal. Okay, ich habe gerade ein leichtes Orientierungsdefizit. Ah, genau. Hier habe ich die Treppe gefunden. Alles klar. Hier bin ich damals nach links gelaufen. Das heißt, das hier ist tatsächlich noch komplett neu. Bin ich hier rüber reingekommen? Was zur Hölle ist das? Ja, hier bin ich wieder in dem Anfangsgebiet mit dem... Oh, shit. Was liegt denn da für eine... Ich will gar nicht sagen, wie ich finde, wie das aussieht. Ich glaube, dieser Warp-Raum ist irgendwie einfach kaputt und blockiert. Kann das sein? Ich glaube, genau das will mir das Spiel sagen. Jawohl. Oh, aber da war endlich wieder ein bisschen Licht. Es war so schön. Das ist der schönste Raum in dem ganzen Gebiet hier. Kann es sein, dass wir von rechts hierher gekommen sind? Warte mal, ich glaube, hier kamen wir her. Richtig? Ja. So, alles klar. Warte mal. Ich könnte natürlich auch gleich im Menü mal gucken, bei den Schlüsseln, die wir gefunden haben, was da für eine Beschreibung zusteht. Was haben wir denn hier jetzt noch? Oh, Kisten. Oh, wir haben eine Gitarre bekommen. Was können wir denn damit anstellen? Erzähl mal. A six-string musical instrument. Das ist dann eine Waffe für Carol. 100 pro. 100 pro. Ist, also spätestens jetzt bin ich mir sicher, dass wir zumindest ihn definitiv holen können. Also wenn das Spiel mich nochmal frei erkunden lässt, ich weiß ja nicht, ob das jetzt hier nicht vielleicht sogar der Enddungeon ist, keine Ahnung, dann werde ich ihn suchen gehen. Komme, was wolle. Egal, ob on- oder offscreen. So, warte mal. Erstmal muss ich... Warte mal, von hier unten bin ich doch gekommen, oder? Ja. So, das heißt, wir können jetzt hier einfach nach oben gehen. Bitte lass hier den falschen Weg sein. Bitte. Ich möchte noch weitere Kisten mitnehmen. Oh nein. Nein. Aber das Licht ist an. Das Licht ist an. Du bist die geilste Tür des Spiels. Du bist die geilste Tür. Endlich. Nein. Es ist immer noch dunkel. Okay, Leute. Ich werde es nicht ausreizen, ich schwöre es euch, weil hier haben wir jetzt eigentlich alles einmal durch. Ich will nur einmal so ein bisschen grob durch die Mitte laufen. Und ich schwöre euch, ich kürze das ab, wenn ich mich jetzt hier wieder sinnlos verlaufen sollte. Eigentlich ist jedes Verlaufen irgendwie sinnlos, ne? Ich werde es einfach mal so ein bisschen die Mitte abgrasen. Das schneide ich euch jetzt auch raus, solange bis ich was finde. Und nein, ich habe Tatsache nichts mehr gefunden. Also entweder ich habe irgendwas übersehen oder ich habe Tatsache ausnahmsweise mal gut abgesucht unter widrigen Umständen. Ich weiß es nicht, aber ich gehe jetzt mit einem guten Bauchgefühl hier weiter. Ich speichere jetzt trotzdem sicherheitshalber mal. Man weiß ja nie. Oh mein Gott. Okay, braucht vielleicht noch irgendwer von euch Heilung? So ein ganz kleines bisschen. Warte, habe ich bei dem ein oder anderen... noch Luft nach oben gesehen, nämlich einmal hier und einmal hier. So, dann speichere ich nochmal. Was bist du denn für ein komisches Konstrukt? Du bist aber nicht das Eye of Etymony, oder? Weil Auge und so. There are three keyholes. You inserted the bronze key, iron key and gold key into the keyholes. Uh-oh. Uh-oh, ich muss gleich wieder niesen. Meine Nase zuhalten. Muss ich mich bewegen? Ja, muss ich. Okay. There's some strange looking machinery here. Ja, da sagst du was. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass uns das Ding angreifen würde. Wow, der Ausblick. Wunderschön. Also doch kein fetter Bosskampf. Doch wahrscheinlich, wenn ich versuche, den Raum zu verlassen, oder? Lasst ihr mich jetzt hier einfach so raus? Ernsthaft? Das glaubt euch doch kein Mensch. Jetzt müssen wir bestimmt in den Raum, wo vorhin alles so komisch blockiert war. Aber wir gucken mal. Guck mal, wie schön das aussieht. Wow, ich feiere das irgendwie total. So, kann ich jetzt hier irgendwas tun? Nee.
was hat mir diese Chose jetzt gebracht? Ich check's nicht. Jetzt komme ich bestimmt durch die Tür im Süden. Das wird nämlich der... Ja. Jetzt haben wir hier auch das Licht. Ey, das sieht so gar... Also, sorry, dass ich mir da so einen drauf keule. Mann, mein Headset-Kabel nervt. Sorry für die ganzen... Mein Pulli, ein Knopf an meinem Pulli hat sich gerade mit dem Kabel verhakt. Also entschuldigt bitte, falls das jetzt wieder blöde Geräusche hervorgebracht hat. Es ist jedes Mal der gleiche Schrott. Was heißt jedes Mal? Sowas passiert mir eigentlich voll selten. Davon mal abgesehen. So, hier sind wir jetzt zum ersten Mal durchgekommen. Da haben wir einen Teleporter, der uns wahrscheinlich wieder an den Anfang zurückmanövriert. Aha. Schon wieder werden wir hier wahrscheinlich nichts finden. Und schon wieder frage ich mich, was hat mir das gebracht, hier gewesen zu sein? Also hier sieht das am Ende wenigstens fertig aus, in Anführungsstrichen, weil wir hier wenigstens jetzt alles ausgeleuchtet haben. Aber wir portieren uns mal. Kann man das so sagen? Wir portieren uns? Oder muss man da ein Tele davor setzen? Ich weiß nicht. So, Deimos habe ich jetzt abgehakt auf meinem schlauen Zettel. Das heißt, Josiah ist dann das letzte von den vier Gebieten. Und wenn dann nichts passiert, dann habe ich keine Ahnung, was ich als nächstes tun muss. Aber sollten wir das jetzt hier in dieser Folge schaffen, und davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Gucken wir mal, wie umfangreich das ist. Dann würde ich wirklich, wenn es hart auf hart kommt, offscreen nach weiteren... Oh mein Gott, Indizien gucken. Hallo, Kamikaze-Gegner. Hier geht's ja... Ah, hi. Was ist denn das da für ein komisches Teil? Und mit komisches Teil meine ich diese springende Kartoffel da auf der rechten Seite. Was war das? Okay, ist das gut oder ist das schlecht? Aber jedes Mal, wenn ich über so ein Teil laufe, passiert irgendwas damit. Solange das keine Auswirkungen auf die Gegner-Spawns hat, ist mir das eigentlich fast egal, was es damit auf sich hat. Wir können ja uns mal, wieder bestes Deutsch, zusammen Kampf angucken. Die ganze Zeit sind diese komischen anderen Wesen hier mit dabei gewesen. Die ganzen Wesen mit dabei gewesen. Und kaum seid ihr wieder mit dabei, wiederholen sich die Kämpfe. Das ist genau... Okay, jetzt bin ich gerade richtig unglücklich immer in die falschen Richtungen gesprungen. Das wird jetzt bitter. Das wird jetzt bitter. Airslash haut, glaube ich, nicht so krass rein. Mal, jetzt springen wir mal in die richtige. Manchmal ist das ein bisschen schwer zu koordinieren im Kampfgetümmel. Gerade wenn er eingekesselt ist von Gegnern, in welche Richtung er jetzt eigentlich springen soll, will. Weil ich muss halt aufpassen, dass ich nicht gleichzeitig nach links oder nach rechts steuere, weil ich sonst einen anderen Skill einsetze. Weil ich das eigentlich auch anpassen könnte, ne? Könnte mir das ein oder andere... ein bisschen vereinfachen, wenn ich zum Beispiel... Ich glaube, das halte ich sogar für sehr... Nein. Für sehr sinnvoll, das hier hinzulegen. Und den Spin Dash so. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Schade, dass ich da jetzt erst drauf komme. Aber hey, besser spät als nie. So, wir gucken uns diese Teile gleich an. Ich will nur erstmal die Gegner hier aus dem Weg räumen. Hallo? Nicht abhauen. Bitte einmal stehen bleiben. Danke. Es ist auf jeden Fall ganz schön gewöhnungsbedürftig, jetzt nach der Umstellung so zu kämpfen. So, was seid ihr jetzt? Huch! Ich hatte so ein Ding einfach eingesammelt oder was? Sehe ich das jetzt hier in den Items oder was soll das sein? Nee. Hier habe ich nur die Green Shells. Was zur Hölle passiert, wenn ich alle einsammle? Ich bilde mir irgendwie ein, dass die Gegner tatsächlich respawnen. Hm. Kann es sein, dass die Gegner vielleicht an diesen Teilen nicht vorbeikommen, wenn das am Blinken ist? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich das einordnen soll. Aber ich glaube, ich werde jetzt nicht mehr auf Teufel komm raus alle Kämpfe mitnehmen. Bin mir unschlüssig. Wahrscheinlich bilde ich mir das wirklich nur ein, dass die zurückkommen. So, Preisfrage. Bin ich jetzt von da oben hier angekommen? Ja, bin ich, weil das hier der erste... Das erste Ding war, dass mir ins Auge gesprungen ist. Ich bilde mir auch ein, gerade ein komisches Geräusch gehört zu haben. Habe ich jetzt vielleicht alle auf dieser Ebene hier eingesammelt oder eher nicht? Ich weiß nicht, aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Der hier dreht fröhlich seine Runden. Soll er machen? Den hier nehmen wir mit. Okay, Leute, der Kampf könnte
sehr kritisch ausgehen. Die casten einfach die ganze Zeit ihren scheiß Thunder-Mist hintereinander weg. Okay, aber Ruti ist zur Stelle. Ich mache halt auch unfassbar wenig Schaden bei diesen Dingern hier. Ey, das gibt's doch nicht. Hört doch mal auf. Was willst du denn machen, wenn die das die ganze Zeit machen? Das ist, als würde man mir drei Dark Mages vor die Nase setzen. Ey, das hört auch gar nicht auf, ne? Die Gegner haben mich in den letzten Folgen schon unfassbar aggressiv gemacht, aber die haben das nicht die ganze Zeit hintereinander weggespammt, wie sie es jetzt gerade tun. So, warte mal, jetzt holen wir erstmal Gar wieder zurück. In der Hoffnung, dass er das irgendwie überlebt. Nein! Oh Mann, manchmal ist die Steuerung aber auch echt friemelig. Oder ich muss mich erstmal an die Umstellung gewöhnen. Bei dieser Sprungangriff, den ich jetzt immer mache, zumindest bei den Gegnern, macht er das manchmal und manchmal nicht. So, jetzt habe ich gerade scheinbar den richtigen Winkel erwischt. Okay. Na gut. Ey, die sind echt nervig, ne? Obwohl die so super simpel sind, aber die tauchen auch immer im Dreiergespann auf. Ich weiß noch, als ich denen das erste Mal über den Weg gelaufen bin, da war einer von diesen Kristallen in der Gegenwart von anderen Gegnern, aber jetzt immer zu dritt. So, den Gegner konnte ich jetzt nicht einfach liegen lassen. Was ist das denn für ein komisches Symbol? Oh mein Gott. Okay. Und schon wieder drei von diesen Müllkristallen, ne? So langsam kriege ich echt eins zu viel hier. Ich glaube, diesen Abschnitt mag ich bisher echt am wenigsten von allen. Da hat mir der mit der Dunkelheit fast ja noch besser gefallen. Das liegt jetzt hier in erster Linie... Vielleicht ist das auch random, ich weiß es nicht. Das liegt hier wirklich in erster Linie an den Gegnern, die hier warten. Wobei das ja gerade ein ziemlich chilliger Kampfverlauf war. Ja, wenn alle so ablaufen würden, hätte ich damit auch keinen Bauchschmerz. So, und ich würde halt auch ganz gerne kapieren, was es mit diesen Sachen hier auf sich hat. Also sowohl mit den Bodenplatten als auch mit diesen komischen Flummi-Kartoffeln hier. Ich wollte eigentlich mein Erstaunen ausdrücken und direkt da muss ich aufstoßen. Stan hat einen neuen Dings. Oh, guck mal, der hat Lightspear gelernt. Was ist das denn feines? Fires of repeated bursts of piercing spear-like... Spear-like light, so rum. Boah, sorry Leute, ich trinke gerade zu viel Cola. Ich merke das so leicht. Ich glaube, ich werde das... Ach, guck mal hier rechts. Ah, okay. Vielleicht ist das Spiel doch noch nicht bald vorbei, weil hier rechts habe ich noch eine zweite Spalte zur Verfügung. Ja, ich würde mal sagen, im nächsten Kampf gucken wir uns das mal live und in Farbe an. Aber erstmal heißt das hier weitere von diesen Dingern einsammeln. Guck mal, die Gegner, die sind auch irgendwie so... so aggro. Ich glaube, diese Bodenplatten, die, ziehen einfach die Aufmerksamkeit. Aha. Des Gegners auf sich. Ey, das ist ja cool. Wow, ich liebe diesen Angriff. Der ist geil. Der ist cool, der ist wahrscheinlich super teuer. Ich habe jetzt vorhin auf die TP-Kosten nicht geachtet, aber ich freue mich, dass wir ihn haben. Ja, bei Sun freue ich mich eigentlich am meisten über neue Sachen, die er lernt. Und bei Ruti. Weil sie hat interessante Angriffszauber auch bekommt. Und die anderen, die sollen einfach nur den Gegner mit ihren Waffen irgendwie beackern. Wobei Gar und Mary wahrscheinlich auch gute Sachen haben, die mir halt nur im Kampfgetümmel nicht so auffallen. So, gut, haben wir das jetzt auch zusammen gesehen. Das heißt, die nächsten Kämpfe... Ja, guck mal, die hauen von mir ab so lange, bis ich auf eine Bodenplatte trete. Das wird einzig und allein der Sinn dieser Dinger sein. Oder der Unsinn, je nachdem. So, aber wir können jetzt hier erstmal... Warte mal, guck mal, das Ding ist jetzt an. Keine Ahnung. Wahrscheinlich werde ich hier rausgehen und immer noch nicht viel schlauer sein. Aber hey, man muss ja auch nicht alles wissen, ne? Solange wir vorankommen, bin ich schon zufrieden. So, haben wir jetzt hier alle von den Dingern? Ja, ich weiß, ich habe nicht alle Gegner. Oh, nein! Ich lasse die restlichen jetzt, glaube ich, hier liegen. Also wenn nicht gerade welche in mich reinlaufen und ich das nicht vermeiden kann. Weil ich weiß einfach, ich wusste, dass wir jetzt hier noch so viele Ebenen haben und am Ende nehme ich eben mehr Kämpfe mit, als ich eigentlich will, befürchte ich. So, Ruti hat was Neues gelernt, wo wir gerade beim Thema waren. Wobei, bei ihr kann ich ja bei den Spells gucken. Guck mal, wie voll ihr Menü hier schon ist. So weiter nach unten scrollen kann ich auch nicht. Warum ist das denn inaktiv? Hä? Wann habe ich das denn abgestellt?
Ich habe irgendwann irgendwas mit Thunder bei ihr deaktiviert, aber doch nicht das. Das überrascht mich. Ich glaube, ich peile jetzt erst den Zusammenhang zwischen den Discs und diesem Menü. Warte mal. Ne, hier kann ich mir kein Spell-Menü angucken. Weil sie jetzt die Earth-Disc hat, hat sie diese drei Sachen hier. Und als sie diese Lightning-irgendwas-Dings da hatte, da habe ich ihr was deaktiviert und der hat das hier quasi übernommen. Aha. Cure? Okay, ist das dann volle Heilung oder was? Also dadurch, dass sie das so spät lernt, würde ich das gar nicht ausschließen wollen. Aber gut, wir gucken mal. Ja, kriegst auch deine Aufmerksamkeit. Ich hatte eigentlich gar nicht vor, jetzt hier alle Gegner mitzunehmen. Aber wie gesagt, die sind hier irgendwie in größerer Anzahl, habe ich das Gefühl, als in den anderen Ecken. Hauptsache, ich kann erstmal noch schön ein paar Plazentas schnetzeln. Ganz ehrlich, Leute, was muss man rauchen, um als Entwickler zu sagen, hey, lass uns doch einfach einen Gegner einbauen, der Plazenta heißt. Da haben wir ihn auch wieder. Und auch eine abgewandelte Form darstellen soll. So. Ich meine, hey, kann man mal machen. So. In so einem South Park würde mich das wahrscheinlich nicht wundern, aber hier. Einfach mal eine fliegende Plazenta bekämpfen. Kann man mal machen. Und ich dachte schon, die Leute, die Blue Dragon entworfen haben, wären schon irgendwie weird mit ihren ganzen Kackhaufen und alles und hast du nicht gesehen. Aber das fand ich auch so amüsant. Nee, ich mag das. Ich mag das, wenn das so abgedreht ist. Nicht falsch verstehen. Ich bin ja selber so ein Freund von so merkwürdigen Spielen. Ich glaube... Nein, ich wollte da nicht rauf. Ich glaube, alle Leute, die lieber japanische Rollenspiele mögen... bevorzugen, ich sag mal, so einen etwas abgedrehteren Stil. Oder stören sich da zumindest nicht dran. Ich glaube, sonst hättest du auch keine Freude an dem Genre. Apropos Freude am Genre, das sind schon wieder drei von diesen Phylloxin-Dingern gewesen. Von diesen heißgeliebten Kristallen, von denen ich gar nicht genug kriegen kann. Yeses. Ja, ja. So, ich würde ja eigentlich auch immer vorschlagen wollen, so eine Ebene mal zu clearen, bevor ich jetzt hier immer wieder Cuts reinsetze und neu ansetze, aber ich weiß ja nicht, In so einem Blind Let's Play habe ich da irgendwie immer Hemmung, weil ich dann am besten jeden Pixel immer das erste Mal mit euch zusammen sehen will, deswegen muss ich das jetzt hier so ein bisschen abgehackt machen. Also ich muss nicht, aber ich möchte, wollen wir mal ganz genau sein. So, da oben ist jetzt wahrscheinlich der einzige Weg. Nein, ich will dich nicht bekämpfen. Ich will nicht. Ich will nur meine Kartoffeln sammeln und abhauen. Wie viele Gegner sind hier bitte noch? Josiah, ich mag dir nicht. Mann, ich dachte, ich habe jetzt hier alle gecleared. Ich habe jetzt bestimmt 7 oder 8 Gegner am Stück aus dem Weg geräumt. Die Ebene ist jetzt zwar noch nicht komplett clean, glaube ich. Ich bin noch nicht ganz links weitergelaufen. Ich bin die ganze Zeit über die Bodenplatte gelatscht und habe damit die Gegner so ein bisschen in meine Richtung gepult, damit wir jetzt ein bisschen den Rücken frei haben und ja, gleich hier ein bisschen alles aufsammeln und erkunden können. Ich bin jetzt übrigens fast auf die Minute genau bei 1,5 Stunden. Hab trotzdem so Pi mal Daumen das Gefühl, dass die Partlänge auf ein normales Maß am Ende hinauslaufen wird. Aber wir gucken mal. Wir gucken mal. Ihr wisst schon Bescheid. Ich lasse mich überraschen, wenn ich mich nachher an den Schnitt setze. Und das wird heute viel zu schneiden geben. Aber guck mal, das hat ganz gut funktioniert. So hätte ich das eigentlich auch in den anderen Ebenen machen können. Ne? Immer über die Platte laufen, bis alle Gegner weg sind. Immerhin. Immerhin. Jetzt kann ich mal ein paar Sätze aussprechen, ohne dass ich hier unterbrochen werde. Oh mein Gott. Okay. Damn, Leute. Mies, wie viele Gegner ich hier gerade weggeklatscht habe. Das sind unfassbar viele gewesen. So, was haben wir hier? Aura Disgraved Image of Water. Das klingt aber nach irgendeiner Erweiterung, weil ich glaube, Strengthen hatten wir so gesehen noch nicht. Aber irgendwas mit Water hatten wir schon mal. Schauen wir mal. Da müsste ich eigentlich am ehesten bei Philia gucken, ne? Weil sie, glaube ich, gerade mit Water-Gedöns schon ausgestattet ist, kann sie hier was Besseres bekommen. Ich weiß es nicht. 120, 85, 5. 120, 85, 5. Was hat sie jetzt? Purity. Warte mal. 120, 85, 5 versus
Hey, warum wird das denn hier nicht angezeigt? Das ist doch voll blöd. Oder kann ich das irgendwo anders erkennen? Ich will gar nicht wissen, weil ich habe nicht immer auf die Werte geguckt. Ich habe mich so ein bisschen auf die Zahlendarstellung so auf der rechten Seite im Bildschirm verlassen. Und irgendwie... Ja, irgendwie war das, glaube ich, keine gute Idee. Ist das eine Waffe? A Knuckle Weapon Variant. It's shaped like a bear's claw. Ich glaube, von meinen Leuten wird das niemand tragen können, oder? Oder tue ich gerade jemandem Unrecht? Der möge bitte seine Stimme erheben und in meine Richtung pöbeln. Habe ich keinen Bauchschmerz mit? Das ist, wenn das jetzt hier keiner tragen kann, das ist schon wieder ein Indiz dafür. Ich werde noch andere Leute rekrutieren können. Also, das hat jetzt schon langsam keinen verschwörungstheoretischen Charakter mehr. Ich werde mit jedem Indiz irgendwie nur noch sicherer. Es sei denn, die Hauptstory serviert mir noch neue Charaktere, aber ich glaube irgendwie nicht. Wen hatte ich jetzt noch auf dem Schirm? Carol und Chelsea. Hatten wir sonst noch irgendwann? Ich habe irgendwie das Gefühl, als hätte ich noch jemanden vergessen. Hatten wir nicht... Lian hatten wir noch. Aber ich glaube nicht, dass Lian rekrutierbar ist. Das würde storymäßig irgendwie keinen Sinn ergeben. Wobei wir vor gar nicht so langer Zeit mit Chelsea ja auch mal gesprochen hatten, aber da hat sie sich halt noch nicht angeschlossen. Was ist das denn? Oh, a spear named after a great wind. Das werden jetzt wahrscheinlich mehrere Leute tragen können. Zeig mal her. Kann ich es wirklich übers Herz bringen, ihm diese Axt wegzunehmen? Ich glaube ja. Weil die Axt kann dann Mary bekommen. Dann hat er hier das Wind-Element von mir aus gerne. Ich glaube nämlich, dass sie die auch tragen kann. Jawohl. Sie ist doch sowieso mein Axtmädel. Also wenn nicht sie, wer dann? Wenn nicht jetzt, wann dann? Ich nehme übrigens schon fast 2 Stunden auf. Wahnsinn, oder? Also für ein Projekt, was täglich kommt, ist das ein Pensum, was hoffentlich eher die Ausnahme bleibt. Sonst wird das irgendwann eng mit dem Sendeplan. Ich bin da! Oh mein Gott! Was? Bitte, 94%. Ich habe ja wohl alles weggeschnetzelt, was sich irgendwie bewegt hat, oder? The enemy kill rate was 94% at Josiah. Stan, there's a treasure box over there. Oh, ich hätte bestimmt was bekommen. Menno, das ärgert mich jetzt gerade, weil ich hier so viel Zeit verbracht habe. Warte mal. Ich laufe mal nochmal ganz kurz zurück. Die scheinen ja nicht wiederzukommen. Und guck, wo ich was ausgelassen haben könnte. So, Leute. 3 weitere Gegner habe ich jetzt gefunden. Alle eher so in den Anfangsbereichen. Wo... Ja, keine Ahnung, warum ich da nicht alle mitgenommen habe. Ich glaube, das war keine Absicht. Das fühlt sich schon wieder an, als wäre da 10 Stunden her, ja? Ach, da ist noch einer. Dann sind das sogar 4. Ich jetzt mitgenommen habe. Ich habe keine Ahnung, ob das für die 100% ausreicht. Und ich hoffe, dass Mary einfach nochmal zum Fazit ansetzt und das wieder für uns zusammenrechnet. Das ist ja auf jeden Fall ziemlich cool. Also hier ist es auf jeden Fall auch super praktisch, dass man hier nach unten in die Ebenen noch schauen kann. Nein, jetzt kriege ich ernsthaft keine Belohnung. Oh, vielleicht hätte es auch so keine gegeben für 100%. Das weiß ich natürlich nicht. Aber schade ist es trotzdem. So, Leute, ich werde jetzt hier das Spiel erstmal abspeichern. So, und dann gucken wir mal, was passiert, wenn ich hier nach oben gehe. Ah, okay, sind wir wieder draußen. Und direkt kommt ein Kampf. Jetzt ist eh Hopfen und Malz verloren. Ich würde, also bevor ich jetzt in den Teleporter gehe... Oh, da haben wir einen neuen Gegner. Obwohl, nee, Puro-Palz. Wir sind jetzt mal auch schon mit bei. Ich meine, den Namen gelesen zu haben, aber den optisch irgendwie nicht so registriert zu haben. Aber ist ja auch wurscht. Solange wir imstande sind, die zu besiegen, ne? Das soll das Wichtigste sein. Komische Echsenviecher. Dinger mag ich nicht. Die gefallen mir nicht. Da finde ich irgendwie, weiß ich nicht, fliegende Plazentas interessanter als gepanzerte Echsen. Ja, ich weiß, komische Präferenzen, aber ist halt so. Je crazier das Gegnerdesign ist, desto mehr feiere ich das. Deswegen liebe ich ja auch die Dragon Quest Serie so sehr.
Wobei es auch andere Spiele gibt. Auch durchaus die Tales of Serie, die ebenfalls interessante Gegner hier und da anzubieten hat. Ja, wie zum Beispiel die Plazenta. Gut, ihr Lieben, ich werde jetzt hier an der Stelle, auch wenn ich keine Ahnung habe, was ich in der nächsten Folge machen soll, weil ich jetzt alle diese Gebiete, die ich über den Teleportraum, über den Warp-Raum erreichen kann, abgegrast habe. Vielleicht passiert was, wenn wir jetzt wieder zurück nach Ignacy gehen oder irgendwo anders hin. Ich weiß es nicht, aber ich habe jetzt 2 Stunden... einen Part aufgenommen. 2 Stunden werde jetzt wahrscheinlich die Schnittarbeit meines Lebens leisten für diese Folge. Und bin aber trotzdem froh, dass wir jetzt hier einen runden Abschluss gefunden haben. Entschuldige mich, falls der Part außerordentlich lang oder kurz sein sollte. Bedanke mich fürs Einschalten, fürs Durchhalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben, und bis denn. Ciao!